und herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Ich begrüße euch. Heute habe ich das Rezept für eine Mandeltart für euch dabei. Auf einen knusprigen Mürbteigboden kommt eine super leckere Mandelcreme. Darüber werden dann noch jede Menge gehobelte Mandeln gestreut. Also so richtig viele Mandeln haben wir in diesem Kuchen. Und dann kann die Tart auch schon in den Backofen. Und nach dem Backen wird die Oberfläche noch mit einer Konfitüre eingepinselt. Ja, und das ist ein toller Kuchen. Das ist mal was ganz anderes. Und ich finde, ihr solltet das Rezept einmal ausprobieren. In meinen Playlists unter Tart, da findet ihr noch weitere Tartrezepte, schaut da auch gerne mal nach. Und dann geht's jetzt los, ich zeige euch, wie es geht. Wie immer würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlasst. Wir benötigen folgende Zutaten für den Teig: 180 Gramm Mehl, 90 Gramm Butter, 50 Gramm Zucker und ein Ei. Für die Mandelmasse 100 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, 150 Gramm gemahlene Mandeln, 2 Esslöffel Mehl, 1 Teelöffel Vanilleessenz, 2 Eier und dann brauchen wir noch gehobelte Mandeln, ungefähr 50 Gramm und dann später nochmal eine Konfitüre. Ich nehme immer gern so einen Fruchtaufstrich, so einen Esslöffel und nochmal einen Esslöffel Wasser. Und backen werde ich die Tart in einer Tartform bei 180 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene. Und meine Tartform hat den Durchmesser 26 cm und ich habe hier so eine schöne Tartform mit einem Hebeboden. Da lässt sich die Tart dann später wunderbar aus der Form nehmen und geht nicht kaputt. Zuerst stelle ich den Teig her. Da habe ich mir das Mehl jetzt schon in eine Rührschüssel getan. Dann gebe ich den Zucker dazu, das verrühre ich mal eben schnell ein bisschen miteinander. Dann kommt das Ei dazu und auch die Butter und dann knete ich da mit den Händen mal eben ganz schnell einen schönen Teig. Wir haben jetzt hier einen schönen geschmeidigen Teig, so muss er sein. Die, die meine Videos kennen, die wissen jetzt ganz genau, welcher Spruch kommt, aber für die Backanfänger natürlich super wichtig. Sollte der Teig zu klebrig sein, dann knetet ihr einfach noch ein bisschen Mehl unter. Ist der Teig zu fest, da gebt ihr einfach noch ein Schlückchen kaltes Wasser dazu und knetet es unter, bis ihr eine schöne Konsistenz habt, denn die Größe vom Ei spielt immer eine Rolle. Dann habe ich jetzt hier meine Tartform. Huch, der ist mir bald runtergefallen. Und die sprühe ich jetzt mal eben schnell aus mit Backtrennspray. Das geht jetzt flotter, aber ihr könnt natürlich auch mit Butter oder Margarine einfetten, das geht auch. Und jetzt gebe ich meinen Teig hier in die Tartform, verteile den Teig dann gleichmäßig, ziehe auch schön den Rand hoch und dann nehme ich auch hier meinen schönen kleinen Handroller wieder zu, weil dann lässt sich dann in der Form der Teig gut direkt ausrollen. Und ja, das mache ich jetzt mal als nächstes. Ich musste eine erzwungene Pause machen, weil der Teig so weich war, weil das hier heute schon wieder so unwahrscheinlich warm ist. Und der war so weich, der ließ sich überhaupt nicht verarbeiten. Da musste ich jetzt erstmal die Tartform für eine Viertelstunde in den Kühlschrank stellen. Aber jetzt habe ich hier alles schön in meiner Form verteilt. Jetzt steche ich da mit einer Gabel mehrmals nochmal ein, damit der Boden dann später schön gleichmäßig hochbackt. Und dann stelle ich die Tartform erstmal wieder in den Kühlschrank und als nächstes machen wir dann die Mandelmasse. Die Butter habe ich mir in der Mikrowelle so richtig schön weich werden lassen. Die gebe ich mir jetzt in eine Rührschüssel. Dann kommen da die Eier hinzu und auch das Vanilleessenz. Dann verrühre ich das erst einmal mit dem Schneebesen und dann gebe ich die restlichen Zutaten dazu, also den Zucker, das Mehl und auch die gemahlenen Mandeln. Und dann muss das nur noch verrührt werden und dann haben wir auch schon die Mandelmasse fertig.
Hier könnt ihr dann jetzt noch einmal abschmecken, ob euch die Masse süß genug ist. Sonst gebt ihr noch ein bisschen Zucker dazu. Vielleicht möchtet ihr das noch mehr nach Vanille-Geschmack haben von der Geschmacksrichtung her. Dann gebt ihr noch ein bisschen Vanilleessenz dazu. Ich werde mir jetzt hier ein bisschen Platz machen, hole mir die Tartform aus dem Kühlschrank und dann geht es gleich weiter. Hier habe ich jetzt die Tartform. Dann fülle ich da jetzt die Mandelmasse ein, verstreiche sie gleichmäßig. Dann gebe ich von den gehobelten Mandeln darüber und der Backofen, der heizt schon vor. Und dann schiebe ich die Tartform auf die mittlere Schiene und dann muss die Tart nur noch backen. Das Lämpchen vom Backofen ist jetzt ausgegangen und dann schiebe ich die Tartform jetzt auf die mittlere Schiene. Die Tart hatte ich für 30 Minuten im Backofen. Ihr müsst schauen, die Tart darf nicht zu dunkel werden. Ihr müsst sie eventuell mit etwas Alufolie zum Schluss noch abdecken, damit sie halt eben nicht zu viel Farbe bekommt. Jetzt habe ich mir dann schon mal meinen Fruchtaufstrich hier mit dem Wasser glatt gerührt und jetzt pinsel ich die Oberfläche der Tart einfach noch damit ein und dann muss die Tart nur vollständig auskühlen. Hier dieser Fruchtaufstrich muss fest werden und dann ist die Tart schon fertig und dann kann ich sie anschneiden und euch präsentieren. Und hier ist die fertige Mandeltart für euch. Ich habe natürlich beim Schneiden schon wieder probiert, damit ich euch da ein Feedback geben kann. Ein sehr leckerer Kuchen. Er erinnert mich ein bisschen an eine Nussecke, dieser Mürbeteigboden und dann diese Nussmasse, beziehungsweise hier jetzt natürlich die Mandelmasse. Und er erinnert mich aber auch ein bisschen an gebrannte Mandeln. Also eine sehr schöne Kombination. Und ich finde, ihr solltet diesen Kuchen auf jeden Fall einmal ausprobieren. Guten Appetit! Dann sind wir fertig für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit und tschüss bis zum nächsten Mal.